Hallo Freunde, es ist Jutta Schwarz. Grüß euch. Willkommen zu einem kleinen feinen Unboxing. Da haben wir da das nette Ding. Da ist meine Adresse drauf. Geht euch ja nichts an. Sei denn, wollt mir Merch zuschicken, dann müsst ihr euch melden. Ein Klappgrill für 20 Schmeckle. Bei eBay wurde haben sie, der Verkäufer erst irgendwie für 29 drin gehabt. Ich weiß nicht, ob die doof sind oder so. Fällt mir nichts mehr zu ein. Überall kriegst du für 20 zu kaufen und die haben es für 29 drin. So, da ich beide Hände brauche, um den da rauszuziehen, mache ich das jetzt mal. Ja, so, da haben wir jetzt dabei. Okay. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Wisst ihr, wie ein Grill funktioniert? Hör mal. Ich habe bei anderen Leuten gesehen, wir haben jetzt vor kurzem auch mit welchen gegrillt. Da war das Grillhaus anders. Das war in dreimal aufgeteilt. Da waren Spieße, die konntest du so längs durchstecken, damit das Grillrost in einem war. Ja. Dann können wir alles zu Hause lassen, weil das brauchen wir nicht. Anders gepackt. Herr Junke! So, was ich vermisse, sind die Griffe. Aber die können ja vielleicht mit dem Grill drin sein. Und ich hoffe, dass auch dieses Gerät hier, weil ich habe mal höher, damit ihr es seht, ja, auch innen nur in die Reisetasche reinpasst. Ja, deswegen haben wir den überhaupt hier gekauft. Also ich. Dann will ich mal gucken, ob man den jetzt, wie man den jetzt hier aufstellt. Ich glaube, ich weiß auch schon wie. Schau mal. Also ganz einfach. Hier hast du die Knöpfe. Die drückst du dann rein, aber das scheint irgendwie kaputt zu sein. Irgendwie. Vielleicht ein paar Mal benutzt und dann funktioniert. Aber kann auch sein, dass er ein bisschen zu schräg ist, deswegen. Ging eine Seite leicht auf und die andere schwer. Hier, da funktioniert es einwandfrei und hier nicht. So, dann braucht man den einfach nur links, rechts aufklappen. Hier hast du jetzt auch deine Schale dabei für die Holzkohle. Moment, ich hol's mal raus. So, da haben wir dann auch hier die Schale für die Holzkohle. Hier sind dann so zwei, da sind diese Löcher, die man da sieht, diese vier. Und da hat man dann an den Unterseite der Holzkohlebefestigung diese Metalldings, da stellt man dann einfach drauf. Also kauft euch keinen Grill, wo das nicht mit dabei ist. Ihr versaut euch hier, das verbiegt sich dann, das fängt irgendwann an zu rosten, wenn man eine Feuchtigkeit reintropft vom Grill und ja, das ist dann auf Dauer ein bisschen doof. Aber das Ding für unterwegs ist echt eine mega geile Investition. Das passt in eine gute Reise, große Reisetasche rein. Hier sind diese zwei Bügel, die klemmt man, falls es einer von euch kennt, einfach so da drunter. So, dann kann man das auch schon hochheben. So, fertig ist. Jeder macht es ja anders. Diese Dinger müsst ihr natürlich umklappen. Die kann man dann hier in der Seite einhängen, wie ihr seht. So, zack, ne? Und runter damit. Und dann klappt man die ganzen Dinge einfach zusammen und dann tut man zack, zack und dann, ne, zack, zack die Bohne. So, jetzt haben wir hier die netten Blechchen. Die, wenn ich jetzt mal legen, ich glaube, denke mal nach außen rein. In die Halterung, also dass man dann da drauf und da drauf die einklippt. Man hat ja hier diese kleine Nut. Und dann passt das, dann ist das links, rechts zu. Macht das jetzt rein, provisorisch nur mal so. Vorführeffekt, immer für den Arsch. Ja, längs, groß, was willst du mehr? Ich mache jetzt mal das Grillrost drauf. So, hier, komm her. Kann auch sein, dass das Ding, wenn ich das Gitter falsch rum hatte, dann funktioniert das dann doch mit deiner. Hast du diese Auflagefläche hier oben, wie man sieht. Vielleicht vom Gewicht her bleibt es da liegen. Es ist ja. Mein Gott, für 20 Euro kann man nicht meckern. Das ist echt ein Top-Grill. Ja? Vor allem, da passt ein bisschen was drauf, ist nicht gerade klein. Ein paar Würstchen, zwei Steaks, da ist das Ding schon voll. Ja? Zwischendurch hast du was gegessen, da kannst du ein Baguette noch drauf packen. Man hat ja sonst immer diese dreibeinigen Grills gehabt. Ja? Kennt ihr alle, zum Zusammenschrauben dann noch. Und dann hast du diese tiefe Pfanne dann noch gehabt von, was weiß ich nicht, 10 cm. Die kannst du nicht zusammen, das kannst du zusammenklappen. Das ist einfach, das ist top. Also, das finde ich eine geile Idee. Hätte auch von mir sein können. Das war euer Virus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein und fette Beute. Peace.